Hallo und ganz herzlich willkommen heute zu dieser neuen Folge mit der Kai Schmid, wo es um das Thema Body Positivity geht und wie du deinen Körper lieben oder lieben lernen kannst. Heute auf Schweizerdeutsch. Ganz herzlich willkommen, liebe Kai oder Kai Jasmin. Nein, Kai langt absolut. Merci. Sehr gut. Merci vielmals. Ja, ich bin froh auf Schweizerdeutsch, weil ich finde, es ist doch irgendwie ein sehr wichtiges Thema. Und bei wichtigen Themen, finde ich, ist so ein bisschen Schweizerdeutsch, kann man sich ein bisschen besser ausdrücken in dem Sinn. Das ist so, darum haben wir uns entschieden, das auf Schweizerdeutsch zu machen. Kai, willst du einfach mal anfangen zu erzählen, wer du bist und was du so machst? Und ja, vor allem auch, was das Thema Body Positivity so mit dir zu tun hat. Ja, man kann ja echt grundsätzlich nicht mehr sagen, dass es ein sehr neuer Ausdruck ist. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile doch auch schon ein paar Jahre unterwegs, der Body Positivity. Und der begleitet mich eigentlich auch schon wahrscheinlich seitdem, wo es so ein bisschen frisch rausgekommen ist. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt, bin selbstständig als Personal Trainerin und mache in meiner Freizeit sehr viel Sport auch selber. Und Body Positivity ist für mich so ein bisschen etwas gewesen, was ich zuerst irgendwie so nicht wirklich wahrgenommen habe als Thema und irgendwann dann plötzlich selber damit konfrontiert worden bin. Weil man mich eigentlich so ein bisschen mit Body-Shaming in Verbindung gebracht hat. Mhm. Willst du vielleicht da gerade ein bisschen mehr dazu erzählen? Was ist Body-Shaming und ja, wie wird man eines Tages einfach so mit dem in Verbindung gebracht? Also bei mir war es so, dass ich sehr oft eigentlich so ein bisschen den Vorwurf gehört habe, du bist viel zu dick als Personal Trainerin. Bin eigentlich auf Facebook sehr angefeindet worden, auch noch dazu mal noch, das ist schon ein Moment her. Was einfach immer geheißen, wie kann man so dick sein als Personal Trainer, das geht doch gar nicht und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen mein erster Kontakt mit Bodyshaming in dem Sinn. Und ich habe mir das einfach immer so ein bisschen auch als Credo eigentlich quasi dann so zu Herzen genommen und habe gefunden, hey, genau gegen so Scheiß will ich eigentlich ankämpfen und will eigentlich die Leute unterstützen auf ihrem Weg, wenn sie mit so Sachen konfrontiert werden oder wenn sie auch mit ihrem Körper nicht zufrieden sind und so weiter und so fort. Und ja, das begleitet mich eigentlich, seit das so ein bisschen aufgekommen ist, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen etwas dazu sagen. Was ist denn Bodyshaming überhaupt? Also Bodyshaming geht halt irgendwie in alle Richtungen. Also egal, ob jetzt jemand in gewissen Augen zu dick, zu dünn, zu blaue Augen, zu grüne Augen, keine Ahnung was. Es ist eigentlich, alles geht in diesem Rahmen, egal, was anscheinend nicht der möchte gerne Norm entspricht. Also man findet immer irgendetwas, wo man kann jemanden dafür quasi schämen, egal ob jetzt das eben zu dick, zu dünn, zu gescheit, zu dumm, weiß ich was. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz tragisch, dass einfach mal den Mensch so zu akzeptieren, wie er ist. Und ist das meistens so, wenn ich es jetzt von dir verstehe, ist das etwas, was uns von anderen aufgezwängt wird? Also es ist nicht so der Grundgedanke, der in uns entspringt. Oh, jetzt schäme ich mich mal für meinen Körper, sondern im Bodyshaming geht es darum, dass eigentlich von außen es wäre, auf dich zukommt und sagt, hey, du entsprichst quasi nicht dem 0815-Raster, also schäm dich mal dafür. Genau, das ist etwas sehr Schlimmes von mir aus, dass es von außen kommt. Ich glaube, selber wird man ja irgendwo geboren mit irgendwelchen Gegebenheiten, die man nicht zwingend kann oder sollte ändern in meinen Augen. Und dann irgendwann ist man an einem Punkt, wo man einfach gemobbt wird für gewisse Sachen, die man eigentlich nicht dafür kann. Und ich glaube, selber würde man von mir aus gesehen nicht auf das kommen, sondern es ist wirklich extrinsisch von außen, wo das die Leute eigentlich anhand von Schönheitsidealen, Social Media und so weiter und so fort, wo das einem so ein bisschen eingerichtet wird. Und dann fängt man sich plötzlich an für Sachen schämen, die eigentlich gar nicht schlimm sind. Also ich kann vielleicht so schnell ein Beispiel machen. Ich meine, mir hat mir früher immer gesagt, ja, du hast so Mammutbein, du hast so dicke Beine und so weiter und so fort. Nur weil ich einfach ein bisschen muskulösere Beine hatte, als vielleicht ein normaler Mensch in Anführungszeichen. Und ich habe bis irgendwie vor 2-3 Jahren, ich grausam unter dem gelitten und mittlerweile bin ich mega, mega stolz auf meine Beine und bin mega happy mit meinen Beinen. Aber es sind einfach so viele Sachen, wo irgendwo einem suggeriert werden, was normal ist und was nicht normal ist. Und das ist einfach irgendwo eine schlechte Tendenz, die leider jetzt schon ein bisschen länger so in eine Richtung geht, die nicht so optimal ist. Mich würde es noch wundern, so aus deiner Sicht, wo ist denn so der Ursprung von dem Ganzen? Oder in erster Linie, wo entsteht so quasi das Idealbild, wonach quasi alle streben? Und was ist denn auch so der Grund, dass wir so oft mit unserem Körper am Schluss im Kampf stehen? Oder du hast es ja auch erwähnt. Ja. Du hast eigentlich das zuerst von außen quasi
Aufdrücke gekriegt, hey, du bist zu dick für das, was du machst. Du hast Beine wie ein Mammut. Und das hat bei dir ausgelöst, dass du nachher eigentlich im Kampf bist mit dir selber. Ja, also viele Leute sagen immer, das Ganze entsteht ja irgendwo in der Modeindustrie und so weiter und so fort. Finde ich jetzt aber nicht zwingend. Ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass es eher ein bisschen dort verankert ist, in der Unzufriedenheit von vielen Leuten. Also sprich, ich mache jetzt ein Beispiel, es betrifft jetzt zwar mich selber nicht, aber ich bin selber mit mir unglücklich, also tue ich doch über andere urteilen und verurteilen und über andere böse reden, damit ich persönlich noch ein gut dastand. Ich habe das Gefühl, dort ist so ein bisschen der Ursprung von dem Ganzen irgendwo entstanden. Und das ist einfach, wenn jeder eigentlich für sich selber schauen und sich selber glücklich machen und mit sich selber glücklich sein, dann hätte man so viel weniger Probleme und es wäre so viel einfacher. Also so quasi, dass man selber nur ein gutes Gefühl kann bekommen kann, wenn sich durch das es wäre anders schlechter fühlt. Genau, dabei ist das aber dann das, was in meinen Augen das Ganze noch viel negativer macht. Also es ist so wie eine Spirale und aus dieser Spirale kommst du dann nicht raus. Statt einfach mal vielleicht den Ansatz nehmen und sagen, hey, ich fange bei mir selber an und dann kann ich eigentlich Schritt für Schritt selber glücklicher werden, ohne dass ich irgendwie andere muss bashen in dem Sinn. Mhm. Jetzt haben wir das alles mal so von der Perspektive von anderen angeschaut, aber wie ist es denn auch bei uns selber? Also, von woher hast du das Gefühl, wieso stehen wir selber so oft im Kampf mit unserem Körper? Einfach, ich denke, Social Media trägt dort sehr einen grossen, also einen grossen Teil bei, weil irgendwie schaut man vergleicht sich. Früher vielleicht auch in der Schule hat man geschaut, wie andere Leistung bringen oder wie andere aussehen und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach immer Gefahr, um sich zu vergleichen. Und durch das schaut man, wie sieht mein Nachbar aus, was bringt er für Leistungen und so weiter und so fort. Und dann geht man halt wie selber auch in so eine Situation rein, wo man findet, oh, man will ja eigentlich immer das, was der andere hat und nicht das, was man selber hat. Obwohl, das ist auch etwas, was ich irgendwie finde, ich glaube, das wird einem auch aufgezwungen. Weil, ich glaube, eigentlich bist du zufrieden mit dem, was du hast, aber mit dem, man lernt ja, an einem, du darfst nicht zufrieden sein mit dem, was du hast. Und das ist dann eben so ein bisschen Gefahr, dass man dann eben anfängt, irgendwie sich vergleichen und so weiter und so fort. Statt einfach mal sagen, hey, der Ansatz, ich bin gut, wie ich bin und ich bin so geboren und das ist eigentlich alles auch völlig okay so. Das wäre eigentlich der Ansatz, wo man müsste gehen. Mhm. Ich glaube, es hat wie so zwei spannende Sachen drin. Erstens so, dass Streben nach immer mehr und sich besser fühlen, indem man sich vergleicht mit anderen. Also ich glaube, dort ist so der Grad, mal, wenn man das passiert, ich glaube, das ist menschlich, oder? Wir sind ja immer eine Projektionsfläche. Ja. Das heisst, wir schauen automatisch auf jemand anderes und es löst in uns etwas aus. Ja. Und jetzt ist so die Frage, wie fest können wir denn das auch steuern, dass es bei uns auslöst, hey, wow, das ist so eine schöne Frau. Ja. Und gleichzeitig nicht so ein negatives Gefühl bei uns hinten nachkommt, oh, ich mag es denen nicht gewinnen, oder oh, ich will auch so sein, oder oh, jetzt fühle ich mich wieder schlecht, sondern so eine schöne Frau. Und es ist einfach nur schön, um irgendwie, weiß auch nicht, in der Nähe sein von der, oder mich begeistern lassen von dieser Person. Ja, es ist wirklich, also Neid macht so viel kaputt. Und ich habe wirklich einfach, ich probiere das auch auf Social Media so ein bisschen nach außen zu tragen, dass wenn du selber mit dir glücklich bist, dann kannst du das auch wie nach außen tragen. Und es gibt doch nichts Schöneres, als jemandem zu sagen, hey, das und das finde ich toll an dir, oder das und das steht dir gut, oder hey, mega toll, wie du jetzt gerade reagiert hast in dieser Situation. Weil man hakt immer nur auf dem Negativen rum und das gibt so eine Negativspirale und dementsprechend geht es einem selber auch nicht so gut. Und seit ich eigentlich irgendwie das auch nach außen trage, das, was ich irgendwie in mir innen fühle und so, seitdem geht das viel einfacher und einfach nicht immer nur, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, sondern einfach mal sagen, hey, scheiße, siehst du heute gut aus? Wenn du so meinst. Natürlich nicht einfach als Floskel oder sonst irgendetwas, sondern es muss schon Hand und Fuß haben. Wie hast du das geschafft? Oder von dem Punkt, wo du eigentlich auch selber die überzeugen lassen hast, ich habe Beine wie ein Mammut, zu dem Punkt, wo du sagst, hey, ich liebe meine Beine. Die Beine, das ist der Ursprung, dass ich überhaupt so durch mein Leben komme. Das sind
die Beine, die mich genau ausmachen. Ich bin dankbar. Ich trage mich. Ja, genau. Ich bin dankbar für die Beine. Wie hast du das geschafft? Was war da so dein Weg auch gewesen? Es ist im Fall ein mega schwerer und langer Prozess gewesen. Also ich habe wirklich müssen, ich musste Mitte 30 werden, um mich können so akzeptieren und eigentlich so mit mir zufrieden sein, wie ich bin. Das war im Fall sehr schwer gewesen. Und ich wäre froh, wäre das schon früher der Fall gewesen. Es hat vieles erleichtert. Aber was so ein bisschen das Geheimrezept ist, ist, glaube einfach meinen eigenen Weg gehen. Also wirklich für mich selber entscheiden, was finde ich toll, was finde ich nicht gut und so weiter und so fort. Und nicht auf die anderen los. Ich habe viel zu fest. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, oh Scheiße, was denken die anderen? Oh Scheiße, was ist nicht gut? Und so weiter und so fort. Und mittlerweile stand ich mit beiden Mammutbeinen im Leben und kann sagen, fuck, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, stolz auf das, was ich gemacht habe, stolz auf das, wie ich bin. Und ich will kein einziges Jahr zurück und ich will nichts an mir grundsätzlich verändern. Und was genau das Geheimrezept ist, ich glaube einfach irgendwo sicher auch mal andere Leute aus dem Leben streichen, die einem nicht gut tun, so böses tönt. Social Media nicht Sachen konsumieren, die einem nicht gut tun. Genau gleich mit Fernsehen und so weiter und so fort. Also irgendwo einfach einen Weg finden, dass du Schrittli für Schrittli deinen Weg kannst gehen, der für dich stimmt und nicht, der für die anderen stimmt. Mhm. Und du hast ja da einen ganz spannenden Weg eigentlich so ein bisschen hinter dir. Du bist sehr präsent gewesen, mal eine Zeit lang. Es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber du bist eigentlich öffentlich in dem Sinn auch dargestellt gewesen. Als du hast dich jetzt sozusagen auch angreifbar gemacht, durch das, dass du so präsent gewesen bist. Du bist mal Teilnehmerin gewesen beim Bachelor. Das ist jetzt wie lange her? 5 Jahre ist es das her, genau. Genau. Ist das dort entstanden, dass so viele auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, Kai? Oder ist das eine andere Zeitepoche gewesen? Es ist eine Gratwanderung irgendwo durch. Ich habe vor der Bachelor-Teilnahme bin ich schon sehr aktiv auf Facebook gewesen, habe dort zum Teil sehr schlaflose Nächte gehabt, wegen genau so Shaming-Geschichten und Mobbing-Sachen und so weiter und so fort. Und dann habe ich bei dieser Bachelor-Sendung bin ich dabei gewesen und das war für mich so ein bisschen der Wendepunkt gewesen, würde ich sagen, in meinem Leben. Und zwar habe ich einfach gedacht, so, ich gehe jetzt dort an und ich bin mir selber und komme, was wolle. Und habe natürlich die ersten Reaktionen waren, oh mein Gott, was machst du dort? So etwas Oberflächliches und Äußerliches und das und jenes und du passt nicht dort an. Und ich habe sehr, sehr krasse Worte gekriegt von sehr nahen Leuten von mir. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ich gehe dort an, für mich stimmt das. Und bin eigentlich wie ein gekehrter Händchen zurückgekommen. Aber nicht ein gekehrter Händchen im Sinne von, ich habe mich charakterlich verändert, sondern ich habe nachher eigentlich genau zu dem können stehen, wie ich bin. Und bin eigentlich nachher zu mir angegriffen in dem Sinn. Und es ist nicht so, dass ich das jetzt jedem würde empfehlen würde, um in diese Sendung zu gehen. Ich meine, da musst du relativ ein hartes Fell und so weiter und so fort haben. Aber für meinen Werdegang, mir hat das mega, mega gut da, weil ich habe einfach gelernt, mich selber zu sein, komme, was wolle. Und ich habe sehr viel Gegenwind am Anfang gehabt, bevor die Sendung angefangen hat. Und sobald die Sendung angefangen hat und die Leute mich so ein bisschen gesehen haben dort, hey, ich bin überrollt worden von so viel Positivität. Das ist unglaublich gewesen. Also wirklich, ich habe so viel tolles Feedback gehabt. Ich habe wirklich 2-3 Jahre, egal wo ich angekommen bin, ich bin überall angehauen worden. Und so cool und eine normale und das und jenes. Und es ist eine mega tolle Zeit gewesen. Und ich habe wirklich gelernt, zu mir selber zu stehen und zu sagen, ich bin Kai, ich bin toll, so wie ich bin und ich gehe meinen eigenen Weg. Klar, ich habe seitdem auch schon wieder x-tausend negative Sachen erleben, aber das prallt mittlerweile ein bisschen mehr an mir ab. Ich mache mir sicher noch Gedanken darüber, aber ich habe gelernt, damit umzugehen und weiss, wer ich bin, sozusagen. Mhm. Na, was streben wir denn überhaupt? Von wo kommt so das ab? Idealbild, wie wir sein wollen, wie wir aussehen wollen. Und existiert denn das überhaupt in der Realität?
Also ich finde es ganz schrecklich, wenn wir alle müssen, sorry, wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, wenn wir jetzt alle müssen Schlauchbootlippen haben und müssen alle die Augenbrauen, meine Augenbrauen werde ich übrigens auch immer gemacht, wenn wir alle müssen die gleich gezupften Augenbrauen haben, wenn wir alle müssen knutschblond sein oder keine Ahnung was. Mein Gott, es gibt doch nichts Schöneres als ein Individual, ein Individuum, das eigentlich sich selber kann entscheiden kann, wie er aussehen will. Und nicht einfach alle geklont müssen genau gleich aussehen. Ich weiss nicht, woher das Streben nach alle müssen gleich aussehen oder alle müssen mach die Brüste oder keine Ahnung was. Ich kämpfe so stark dagegen, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn jeder einfach sich selber kann sein und vor allem seinen eigenen Weg kann gehen, den er oder sie auch selber will und nicht muss. Wie viele Leute machen einen Beruf, weil sie das Gefühl haben, der Beruf ist gut angesehen, ich muss den Beruf machen. Wie viele Leute finden, ich muss jetzt Kinder haben, weil es heisst, man muss Kinder haben. Es gibt so viele Sachen, die einfach die Gesellschaft vorgibt. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, um auf deine Frage zu kommen, aber es ist einfach, für mich ist das etwas ganz, ganz tragisch. Ich würde appellieren, dass jeder seinen eigenen Weg macht. Und was hat denn das bei dir auch so verändert, so das positive Körpergefühl haben, mit einem guten Leben können führen? Ja. Ist das irgendwie für dich aneinandergekoppelt gewesen? Und wie hat sich das auch verändert? Ich meine, körperlich... Das Schlimme ist ja, dass wenn man sich selber anfängt zu akzeptieren und zufrieden ist mit sich selber, das äußerliche Bild sich auch positiv verändert, man hat ganz eine andere Ausstrahlung. Und das noch Schlimmere ist, das Gewicht und alles ist sehr oft genau das Gleiche. Oder man hat vielleicht sogar noch ein bisschen zugenommen oder keine Ahnung was. Aber auch sobald man in sich innen happy ist, kann man das auch nach außen ausstrahlen. Und es ist einfach, es ist so ein anderes Leben. Es ist so etwas Schönes, es ist so etwas Tolles. Es ist fast unbeschreiblich, ehrlich gesagt. Aber es ist einfach, man muss es wie lernen, sich akzeptieren, im Leben ankommen. Und was vielleicht auch ein Tipp ist für ganz viele Leute, ist, dass man das Leben nicht einfach auf einer Säule quasi aufbaut. Das ist für mich lange so gewesen, dass ich vielleicht irgendwie einfach zum Beispiel meinen Sport gehabt habe früher noch. Aber irgendwann habe ich dann gelernt, hey, es gehört noch ein Job dazu, es gehört noch ein Freundeskreis dazu, es gehört noch ein Hobby und das und jenes. Und ich habe das Gefühl, je mehr Pfeiler du im Leben aufbaust, desto einfacher ist es auch können zu sagen, hey, ich bin, wer ich bin und das ist gut so und muss nicht irgendwie irgendetwas nachsägeln. Oder wenn der Pfeiler mal einbricht, habe ich noch andere und nicht einfach nur einen, der nachher mein Leben komplett am Arsch ist oder so. Das ist auch etwas, was ich in meiner Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen so oft auch probiere weiterzugeben. Oder so oft streben wir nach einer Veränderung, nach etwas im Aussen. Mm. Ich bin aber komplett in der Meinung, der Ursprung, der Kern von der Veränderung ist da. Fängt bei einem selber an, wie man selber über sich denkt, wie man sich selber sieht, wie man sich auch fühlt, oder dass eigentlich so die ganze Veränderung nimmt dort irgendwo seinen Lauf. Also es ist so, ist auch cool, dass, bestätigst du das, oder? Wo eigentlich ja immer Business ist, wo sehr nach außen gerichtet ist, wo es um Sport geht, um Kraft, um Training. Und gerne würde ich mit dir wie auch noch so ein bisschen in das eingehen. Wo ist denn so auch die gesunde Balance, wo ja, ich mache Sport und bewege mich, weil es meinem Körper gut tut, versus ich bin unzufrieden und ich pushe mich jetzt zu etwas, ich will etwas Besseres ausstrahlen. Oder ja. Dort sind wir ja eigentlich genauso in dem Kuchen, wo sich so vielleicht ein bisschen mischt. Man darf es nicht wählen für jemanden anders machen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Input, weil viele Leute haben irgendwie das Gefühl, ich mache jetzt das für meinen Freund, ich mache jetzt das für meine Familie, ich mache jetzt das für weiss ich wer. Also es muss wirklich von innen rauskommen. Du musst selber auch die Sachen machen, die du selber auch gerne willst machen und die nicht zu irgendwelchen Sachen zwingen lassen. Also ich habe oft in Gesprächen, ich habe schon Leute abgewiesen und gesagt, hey, wir zwei trainieren nicht zusammen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das Richtige ist für dich. Weil sie einfach so, ja, nein, Sport schießt mir eigentlich an. Und ich sage, nein, dann, mein Gott, dann finde ich ein Hobby irgendwie von mir aus Badminton, wo zwar auch Sport ist, aber vielleicht dir mehr Spass macht als irgendwie jetzt Krafttraining oder keine Ahnung was. Man muss irgendwie so wie selber den Weg finden. Und ganz wichtig, was für mich auch zum Prozess dazugehört, ist, dass man sich mit sich selber muss befassen. Wenn du kannst mit dir selber allein glücklich sein, du mit dir selber mal kannst, Jesus Gott, ich gehe da gerade noch besuchen, wenn du mit dir selber kannst allein auf der Couch sitzen und dich kannst unterhalten, wenn du kannst allein in die Ferien gehen, wenn du dich selber aushaltest, blöd gesagt, und dich selber mit dir kannst befassen,
dann hast du schon mal einen riesengroßen Schritt geschafft, um irgendwo in eine richtige Richtung zu bewegen. Aber es muss nicht immer zwingend irgendwie noch mehr Sport und noch mehr Essen und weiss ich was sein. Das ist auch der Fehler, den viele machen. Sie essen zum Teil auch viel zu wenig und haben dann das Gefühl, ja, sie nehmen ab, aber dass das dann auch der Teufelskreis ist, gut, das ist eine andere Geschichte. Aber einfach, man muss den eigenen Weg finden. Mhm. Ja, und das ist so einfach gesagt, den eigenen Weg finden. Oder das ist so. Und gerade im Zusammenhang mit Sport. Wie merke ich denn selber, ich mache jetzt Sport, weil es mir gut tut? Oder ich mache jetzt Sport, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt Sport machen? Oder das kann ja sein, du hast gesagt, das kommt von jemand anderem. Mhm. Aber selbst ich habe das ab und zu, dass ich denke, hey, jetzt muss ich mich mal wieder bewegen. Und ich bewege mich wirklich gerne. Ja. Und trotzdem habe ich das auch viel, dass ich so am Anfang so es kostet mich so die Überwindung. Du brauchst ein bisschen so den Push, genau. Und da einerseits ist mein Partner super, der dann sagt, ja, jetzt haben wir gesehen, wir gehen langlaufen, also gehen wir jetzt auch langlaufen. Ja. Und andererseits merke ich ab und zu selber, dass ich mir den Push auch selber geben kann. Aber wo merke ich so da, was ist das, was mir eigentlich gut tut und das, wo vielleicht auch zu viel Pushen ab und zu ist? Es gibt natürlich auch, eben, wie du sagst, gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann auch in eine Sucht verfällt, sei es jetzt Sport, sei es Essen und so weiter und so fort, was auch wieder halt schwierig ist. Aber ich glaube, man darf sich selber mal anschupfen oder wie von jemandem von mir anschupfen lassen in diesem Belang. Und ich glaube, wenn du ein ehrlicher Trainer bist, so wie ich mich jetzt einschätze, sorry, aber dann findest du eigentlich den richtigen Weg mit diesen Personen, den richtigen Weg zu gehen und hilfst dir und unterstützt sie. Und ich meine, ich habe auch schon Leute gehabt, wo ich dann noch ein paar Mal musste sagen, hey, ich glaube, wir zwei sind zusammen auf dem Holzweg. Ich glaube, du bist besser noch jemand anders aufgehoben oder mach etwas anderes. Oder es ist einfach, für mich ist schlimm, auch wieder, sorry, zurück auf Social Media, ist, was einem dort wieder suggeriert wird, mehr ist mehr. Finde ich, ist definitiv nicht der Fall, sondern es ist etwas sehr, sehr Individuelles, wie alles im Leben, dass man einfach halt irgendwo muss herausfinden gemeinsam, eben auch wie mit dir oder mit mir als Coach, wo man einfach findet, hey, look, ich hole mir jetzt die Hilfe. Und es ist auch, man muss nicht stolz sein, ob jetzt ein Psychologe, ein Personal Trainer, ein Life Coach, was auch immer ist, sich mal jemand an die Hand nehmen und sagen, hey, wir schauen jetzt das zusammen an, was für mich optimal ist. Weil allein muss man nicht rumwursteln. Man kann auch sich gerne mal Hilfe holen. Es muss nicht immer irgendwie alles mit Biegen und Brechen allein sein. Und eben zu viel Sport gibt es, es gibt zu wenig Sport, es ist mega schwierig. Also ich glaube, es gibt nicht das Geheimrezept für alle. Mhm. Und aber gibt es da vielleicht irgendeinen Trick oder etwas, wo ich das ausfinde? Mache ich tendenziell zu viel Sport? Mache ich tendenziell zu wenig Sport? Was sind da so die Schranken, die so die Alarmsignale aussenden, zum Beispiel? Gibt's also ich denke, was jetzt für zu viel Sport ganz klar spricht, ist, wenn du jetzt merkst, hey Scheiße, ich bin mega gestresst, ich kann die Nacht nicht mehr schlafen, ich kann irgendwie einen mega hohen Puls, ich lächle nach Sport, das muss jetzt unbedingt sein. Und wenn ich jetzt heute mal nicht Sport machen kann, dann laufe ich amok, dann bist du sicher mit zu viel Sport unterwegs. Und ich meine, zu wenig Sport kannst du wie per se nicht sagen. Ich meine, ich will jetzt auch nicht jeden dazu nötigen, zum Sport machen. Ich kann nur von mir sagen, mit dem Background, mit auch noch dazu mal, also gut, Depression ist etwas, was ich immer begleitet, aber von Depression und Burnout und so weiter und so fort, merke ich jetzt einfach, ich schaffe immer noch im gleich hohen Pensum, aber ich mache verhältnismäßig extrem viel Sport jetzt seit einem Jahr, aber in einem Maß, was mir so unglaublich gut tut und was mir so unglaublich viel Kraft gibt, wo aber vielleicht ein anderer findet, hey, spinnst du so viel? Das ist für mich nicht gut. Aber es gibt halt einfach wirklich nicht, wie soll ich sagen, man kann nicht sagen, 3 Stunden pro Woche ist perfekt für jeden, sondern das ist etwas, wo man kann, muss, darf, soll herausfinden und wo man ganz fest auch, was wir sehr verlernt haben, alle ein bisschen aufs Bauchgefühl hören und ein bisschen den Kopf einschalten und den gesunden Menschenverstand, den wir leider auch nicht mehr alle haben. Aber es sind einfach alles so Sachen, wo man ein bisschen einschalten muss, ein bisschen Knöpfe drücken und eigentlich auf sich selber hören. Und dann kristallisiert sich das eigentlich relativ gut raus, was für einen gut ist. Klar, man darf nicht zu faul sein, man darf aber auch nicht zu, wie soll ich sagen, zu energiegeladen sein, sondern man muss irgendwo so ein bisschen einen Mittelweg finden. Mhm. Und wie gehst du damit um, wenn du dich an einzelnen Tagen... Oder nein, nochmal zurück zum Thema Body Positivity. Ja. Gibt es bei dir Tage,
wo anders sind, wo du trotzdem in den Spiegel schaust und denkst, oh mein Gott. Oder kannst du von dir behaupten, die hast du komplett aus deinem Leben gestrichen? Also komplett gestrichen definitiv nicht. Ich bin auch nur ein Mensch. aber die Tage sind im Fall so, so selten. Das kann ich ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu früher noch. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich das letzte Mal gehabt hätte, aber es gibt es auch noch ab und zu. Und dann ist einfach so, oh Mann, scheiß Tag. Aber irgendwo im Kopf weisst, hey, gehört auch dazu. Ich meine, alle die sagen, dass jeder Tag toll ist, jeder Tag schön ist, dass alles nur toll ist und dass alles immer so präpariert, social-media-mäßig ist, die lügen. Kleines Geheimnis verraten, die lügen. Ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, wo einfach zu 100% alles nur schön und gut ist. Mhm. Das ist Utopie. Und ich glaube, gerade wir Frauen, also ich rede jetzt mal da von mir, aber ja, ich merke das auch extrem in meinem Zyklus, dass je nach Zyklusphase, wo ich mich ja drin bewege, dass ich viel kritischer mit mir selber bin, dass ich viel absolut weniger geduldig auch mit mir selber bin. Oder wie kann man sich vielleicht auch da dann mehr annehmen? Ja. Im Wissen, ja, es wird ja wieder besser, aber gleich hat man ja einfach ab und zu auch so Phasen, wo es vielleicht nicht besser wird. Wie kann man da geduldig mit sich selber sein, wieder an sich arbeiten? Hast du da Tipps, Übungen? Mega, es ist mega, mega, mega schwierig. Es ist der Zyklus von der Frau, die Psyche von der Frau ist so bis ins Unergründliche tief und jeder tickt auch irgendwo ein bisschen anders. Also, sorry, wenn ich mich wiederhole, aber es ist wie jeder muss irgendwie wieder seinen Weg finden. Also ich habe zum Beispiel für mich herausgefunden, dass wenn ich an dem Tag, wo ich meine Tage kriege, irgendwie so ein bisschen Sport mache und mich bewege, dann ist der ganze Zyklus ist angenehmer, als wenn ich das nicht mache. Ich meine, ich habe jetzt von Glück geredet, ich habe vor einem Jahr meine Gebärmutter dürfen, müssen rausnehmen und durch das habe ich jetzt meine Tage nicht mehr, aber ich habe das mit den Hormonen habe ich immer noch. Also es gibt einen Moment, wo ich merke, aha, ja, jetzt wäre es dann wahrscheinlich wieder so weit, wenn ich auch finde, aha, ja gut. Aber ich glaube, je älter du wirst, desto mehr lernst du ein bisschen damit umzugehen und das positiv zu sehen und einfach sagen, hey, morgen ist wieder ein besserer Tag, morgen ist anders. Und für mich ist halt wie auch der Sport etwas, was mir unglaublich gut tut und der Weg aus dem Ganzen irgendwie raus. Aber für jemand anderes mag das vielleicht irgendwie ein Spaziergang sein. Also das ist so ein bisschen mein Geheimtipp übrigens, was bei Stress hilft, was bei Gedankenkreisen und so weiter und so fort hilft, ist immer, geh spazieren. Nimm deinen Hund, nimm den Nachbarshund, nimm deinen Freund, geh allein oder Musik auf die Ohren und allein spazieren am Strand. Leider kann ich den nicht gerade vor der Haustür, aber das ist so mein Allerheilsmittel, sozusagen. Das ist auch etwas, was ich persönlich ganz oft mache, wenn ich erstens, dass ich frische Luft habe und zweitens aber auch, genau was du sagst, oder das regt bei mir so andere Gedanken, denn ich will so, immer so, ja, es ist plötzlich ein ganz anderes Level, das ich wieder erreichen kann. Ja. Cooler Tipp, danke vielmals. Ja, Kai, danke vielmals, dass du so offen über das alles geredet hast und uns mitgegeben hast. Wie findet man dich oder wie könnte man auch mit dir zusammenarbeiten? Schleichwerbung, je. Also ich muss sagen, bei mir ist Social Media ist mein Tagebuch. Also sprich, ich teile dort die schlechten Tage wie die guten Tage, ich teile dort Tipps und Tricks, ich teile dort meinen Alltag. Also auf Social Media finden wir mich unter Sportivator und auch betreffend Training und so einfach bei mir melden über Social Media oder auch über die Homepage. Das wäre www.sportivator.ch und ja, sind alle herzlich willkommen, egal wie dick, dünn, gross, klein, scheißegal. Und wir kämpfen zusammen für das. Und ich kann vielleicht dazu sagen, wir sind auch eigentlich über Instagram aufeinander gestossen, glaube ich. Ja. Genau. Folgen der Takai. Es ist sehr ein authentischer, ehrlicher Kanal, wo sie wirklich sehr viel von sich preisgibt, sehr ehrlich ist und ja, einfach cool ist. Für mich ist wichtig, dass ich so Kanal kann folgen und nicht, wie du angesprochen hast, aber irgendwelchen ja, Traumleben, wo immer alles perfekt nach außen ist, wo ich nachher das Gefühl habe, vielleicht habe ich gerade jetzt einen Tag, der nicht so gut ist. Das tut mir dann nicht so gut. Also ich glaube, auch da ein Tipp, wirklich regelmäßig mal durch den Feed durchgehen und rauslöschen. Leute rauslöschen, wo man das Gefühl hat, die tun einem einfach auch nicht so gut.
Genau. Ich glaube, das ist sehr, sehr ein guter Tipp und sehr ein guter Input von dir. Also das ist etwas, wo ich folge niemandem, wo ich nicht irgendwie das Gefühl habe, die Person tut mir jetzt nicht gut. Darum folge ich wahrscheinlich auch nicht so vielen Leuten. Das ist aber auch nicht persönlich oder so. Und ja, genau. Gibt es sonst gerade noch irgendwie etwas zum Thema Body Positivity, wo du unbedingt weitergeben willst, was du sagen willst, wo, ja, wo du das Gefühl hast, hey, das soll noch unbedingt Platz bekommen? Ja, vor allem einfach mal zu lernen, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist. Ich meine, es gibt einen Grund, warum man so auf die Welt gekommen ist und warum man ein bisschen so ist. Und ich meine, nicht immer will einfach alles verändern, sondern einfach mal schauen, hey, es ist doch ganz schön, die Lippen, die ich habe, es ist doch ganz schön, die Beine, die ich habe, oder keine Ahnung was. Und einfach mal sich selber lernen zu akzeptieren und nicht von außen sich beeinflussen zu lassen, weil ich habe das Gefühl, jeder ist eigentlich ganz gut so, wie er ist. Und wenn man mit etwas dann aber wirklich nicht zufrieden ist, dann kann man auch mal probieren, etwas dagegen zu machen. Aber man muss nicht so von Grundsatz, von klein auf einfach sagen, das ist scheiße, sondern wir sind echt gut so, wie wir sind. Und das macht ja uns auch so einzigartig. Oder das ist auch mal das, was ich das Gefühl habe, genau darum sind wir Menschen ja alle anders und alle eigenartig. Genau aus dem Grund, dass wir auch so dürfen sein. Und es liegt am Schluss an uns, zumindest in Eigenartigkeit auch wirklich leben und uns nicht wieder anpassen wollen, um so zu sein, wie es wäre anders. Wie alle anderen, ja. Die gibt es schon. Es gibt alle anderen so. Einfach sich selber sein und das ist doch das Schönste, was es gibt. Ja, ich würde sagen, es ist doch sehr ein cooles Schlusswort. Danke dir vielmals, liebe Kai, für deine Zeit und für deine Inputs, für deinen Einblick in dein Leben zu diesem Thema. Merci dir vielmals. Danke vielmals. Und bis ein anderes Mal wieder. Tschüss. Definitiv.